herzlich willkommen bei Homekneiping, der Thekentalk. Aus dem Heimathirsching Köln-Nippes mit Vera Deckers, Geirut Wenzel und mir, Heinz Gröning. Jeden Dienstag senden wir aus dem Heimathirsching Köln-Nippes unser Format Homekneiping. Das ist eine lustige Comedy-Show, gerne mal einschalten. Und danach gibt es immer noch ein Gespräch mit den Gästen. Heute dabei Sibylle Bulacek. Ja. Grüß Gott. Hallo. Nochmal. Hallo. Ja, schön, ja, dass du heute da bist. Und das, ich finde es ja mal wirklich, wir haben ja heute mal wirklich jemand aus dem richtigen Leben da. Ne? Das ja, ist ja aus Fleisch und Blut. Aus Fleisch und Blut. Und du machst auch ein bisschen, was ihr sonst da nein, habt. Nein, wir haben normalerweise Leute, die waren früher mal Lehrer, machen aber inzwischen nur noch Comedy. Aber jemand, der noch so richtig arbeitet, mitten im Leben steht und richtig schafft, das ist ja, also ich weiß gar nicht, ob wir damit umgehen können. Hier, das Komikerpack hier. Ich weiß nicht, was du sonst zu Hause machst. Ich bin auch im richtigen Leben und schaffe. Was ist denn dein Beruf? Hausmann. Oder was? Oder? Ja, das ist ganz harte Arbeit. Hausmann bin du müsstest ja eigentlich auch wissen. Ich bin nebenher. Oder hast du dich rausgezogen? Nein. Ich habe mich ausgezogen. Abends nein, immer. Wir haben mal Sibylle Bulacek zu Gast und sie ist, bist du nicht sogar auch zum zweiten Mal im Podcast? Nee, im Podcast bin ich zum ersten Mal. Im Podcast zum ersten Podcast Mal? Podcast bin ich das erste Mal. Das letzte Mal war ich im August hier, da gab es noch keinen Podcast. Hier, es hängt noch so ein bisschen hinterher. Wir entwickeln uns ja andauernd weiter. Wir nehmen die Strömungen auf, die da draußen im Leben sind und versuchen mitzumachen. Warst du denn schon mal woanders im Podcast, oder? Ich war noch nie in so einem Podcast. Ich bin noch nie hier drin in so einem Podcast gesteckt. Aber jetzt gefällt mir gut hier drin. Toll. So. Ja, wie gesagt, für mich ist ja ganz interessant. Du bist wirklich auch noch am Arbeiten quasi. Du stehst auf der Bühne und bist auch am Arbeiten noch. Ja, die Pflege nimmt mich schon sehr in Anspruch. Ich bin, wenn ich jetzt nicht heute Nachtdienst gehabt hätte oder Spätdienst, hätte ich nicht hier sein können. Aber es hat geklappt. Ich habe getauscht mit der Evelyn. Ist immer Drama. Ne? Evelyn wollte nicht. Die hat was vorgehabt. Aber da habe ich gesagt, ich muss nach Köln. Es nützt alles nichts. Die Fans brauchen mich und der Heimathirsch. Und da hat sie gesagt, okay. Ne? Und dann muss ich jetzt demnächst nochmal einen ausgeben. Auch wieder ein Rollatorspritz wahrscheinlich. Oder Opa Libre machen wir manchmal. Aber Michael, wann ist denn in Rollatorspritz wirklich drin? Im Rollatorspritz ist ähnlich wie Aperol, ja, aber ist ohne Alkohol. Für und die Senioren. Wir haben so eine Cocktailkarte für die Senioren. Ist Opa Libre, dann gibt es Bloody Otterle, das ist unser Chef. Und haben wir im Sommer gemacht, jetzt wo ne, Corona und dann um den Senioren ein bisschen Freude zu machen, haben wir so eine Cocktailkarte gemacht. Ja, sehr, sehr schön. Mhm. Und ist gut angenommen worden. Ist super oder? Angenommen worden, super angenommen worden. Hm. Ja, was hatten wir noch? Ich bin am Überlegen gerade, ich habe die Karte jetzt nicht mehr so im Kopf, aber war natürlich alles, das eine war ein Kaffee, das andere war Spezi. Ne? So. Also immer so, eigentlich so ein Witz und Spaß, ja, also nur andere natürlich. Namen, aber die normalen ich Geschenke. Im Hausuntergang ist immer alles, ich immer alles mit dem Augenzwinkern. Alles mit dem Augenzwinkern. Mhm. Wie viele Leute habt ihr bei dir auf der Station? Wir in Südkorea haben wir jetzt momentan, jetzt sind es nur noch, sag ich mal. Nein, sag nicht, ihr hattet einen Ausbruch oder was? Nein. Nee. Sonnenuntergang war absolut Corona-frei. Mir hatte nichts. Oh, das ist ja echt Glück gehabt. Da haben wir ja auch ein bisschen mitgezittert, ja, letztendlich die ganze Zeit. Ja. Nee, wir haben uns gut geschützt und wir hatten ja auch relativ früh schon das Besuchsverbot. Leider. Ja, ja. Konnte keine Leute mehr ins Heim kommen. Und wir haben, muss man sich ein bisschen vorstellen, ist ein bisschen wie im Knast. Also, wenn du jemanden besuchen willst, hast du halt die Plexiglasscheibe, hockst hinter der Scheibe und kannst dann mit der Verwandten schwätzen. Ach so, haben die das gemacht? Ich war bei meiner Mutter im Altenheim, ja, und die haben jetzt in der letzten Zeit wirklich immer mit Tests an der Haustür, ja, gemacht. Dann konnte man mit Maske aufs Zimmer, ja, gehen. War bei euch nicht mit, so. Doch, am Anfang war es natürlich ohne, da gab es ja die Tests noch gar nicht. Du wusstest ja keiner, was das ist. Aber mittlerweile ist es auch so, kannst dich testen lassen und dann kannst du die Verwandten wieder besuchen. Gott sei Dank. Weil ja, viele schön, Leute sind auch wirklich einsam. Es ist schlimm gewesen für Senioren, wenn sie sind ja sowieso oft allein und wenn dann noch keiner kommt, nicht einmal, weißt du, der Sohn, der sonst mal zweimal im Jahr kommt dann auch nicht mehr. Dann ist wirklich traurig. Ich bin ja der Sohn, der zweimal im Jahr. Das bist du? Nein, zweimal im Jahr? Nein, schäm dich. Nein, das Schöne ist, meine Mutter ist ein bisschen vergesslich. Ach, aber sie weiß, wer du bist, oder? Sie weiß, wer ich bin, aber nicht, wie oft ich komme. Achso, ne, gut, ich bin Vorteil. Nein, ich komme auch oft. Ich versuche einmal die Woche, wie es halt geht von Köln, ja, das sind 140 Kilometer nach Hause. Ach, okay. Da nach Emmerich da hinzufahren. Und schönes Heim, ist ein schönes Heim? Ich finde es wunderbar. Wie heißt das? Das heißt Willibrodius Heim oder irgendwie so. Das Schöne ist, ich habe da früher selber Zivi gemacht. Ach. In dem Heim, wo die Mutter jetzt auf der gleichen Station sogar. Und sind da noch Leute, die du kennst von früher? Ja, die Bärbel ist noch da, aber die Bärbel... Ne, die Senioren. Hab ich jetzt nicht gedacht. Nein, die Senioren
Million ist keiner. Sie sind noch da. Aber wie alt sind Sie jetzt? Sprechen. Das würde fürs Heim sprechen. Sie sind jetzt 122. Ah, ja, ja, schön. Ja. Haben sich gut gehalten. Der Bärbel aus der Küche ist noch da, aber die macht jetzt irgendwie so Hilfe und Service. Ah und ja, haben Sie ein bisschen umdisponiert. Genau, und die Bettina ist noch da. So eine kleine rothaarige, aber... Die Bettina, wer kennt sie denn? Aber ich... Ist auch eine Ute da? Jeder hatte Ute. Jedes Heim hatte keine Ute. Da, doch, wir hatten eine Ute, aber die war auf der 2, nicht auf der 1. Ah, die ist nicht, aber... Ich war ja auf der 1, ja, ja. Das ist, Ute bei uns ist in Südkorea. In Nordkorea haben keine Ute, nur Petra. Ja, naja, ja. Aber dann, wenn man keine Ute hat, hat man eine Petra. Ne? So ist. Die Petra ist die neue Ute. Genau, naja. Genau. Mich wollten sie Petra nennen. Dich wollten sie Petra? Ja, meine Eltern. Dann wäre sie, wär sie jetzt Altenpflegerin. Ja. Das ist für mich ja nicht schlimm, aber ich finde den Namen nicht so schön. Nicht so schön wie mein. Eine Alternative für Kairut wäre Weidewood gewesen. Muss ich sagen, ist Kairut die bessere Wahl. Weidewood? Weidewood. Weidewood. Ist auch ein Name. Ich habe mich neulich nochmal gefragt, wo der Name herkommt. Das ist ein prussischer Name, nicht russisch, sondern prussisch. Okay. Vorfahren der Ostpreußen, ein baltischer Volksstamm, der auf dem Gebiet von Ostpreußen siedelte und schließlich mit dem Preußen verschmolz. Und die hatten auch andere Namen, nämlich Weidewood. Aber dieser Name hat es nicht geschafft. Und wie sind deine Eltern da drauf gekommen? Weil mein Vater aus Königsberg kommt, ursprünglich. Die Klopse herkommen. Und in meinem Geburtsjahr gab es ein Buch, das nennt sich Die Mücke im Bernstein, der Ostpreußen-Roman. Und da läuft Kairut am Strand rum. Entschuldigung. Ja. Du hast die Antwort bekommen. Und Weidewood läuft auf der Weide rum. Weidewood ist auf der Weide, genau. Ja, und kloppt das Holz, Weidewood. Manchmal läuft es im Leben auch richtig gut. Ja gut, man kann es auch machen wie du und alle Kinder einfach Heinz nennen, egal ob Junge oder Mädchen, aber manche versuchen halt kreativ zu sein. Das ist doch auch schön. Aber ich glaube, das ist so kreativ, dass das noch nie ein anderer jemals gemacht hat. Kreativer kann man doch gar nicht sein. Ich glaube, es gibt noch Kairuts. Nein, es gab bei Facebook einen einzigen Kairut, der auch das Buch hatte, Mücke im Bernstein, also dessen Eltern das Buch gelesen haben. Ansonsten habe ich keinen kennengelernt. Aber Sibylle, du hattest eben was erzählt von Schichten tauschen. Was ist denn so die unbeliebteste? Also ich weiß, meine Freundin ist auf Intensiv, die will immer versuchen, die Nachtschicht wegzukriegen, weil die bringt so den Schlafrhythmus durcheinander. Was ist bei dir? Was magst du am liebsten? Nachtschicht ist großes Problem. A, natürlich, weil du dann tagsüber schläfst und nicht viel mitkriegst. Mhm. Und ja, wegen dem Rhythmus. Frühdienst ist nicht jeder geeignet. Die Evelyn trinkt abends gerne einen Hugo. Da kommt die morgens nicht aus dem Bett. Mhm. Ne? Spät ist eigentlich in Ordnung. Ja. Spät, da kannst du morgens was machen und dann bist du auch nicht so spät daheim. Das ist spät ist super. Mhm. Ab 2. Ne? 2 ist super. Ja, also spät ist am beliebtesten. Ja. Aber du kannst nicht immer, ich kein Wunschkonzert. Flecke ist kein Wunschkonzert. Ne? Du kannst nicht sagen, ich will jetzt da und will da. Der Herr Otterle ist sehr streng und der teilt es ein. Und wenn Glück hast, tauscht jemand. Und wenn Pech hast, tauscht halt keiner. Ne? Kannst Wünsche kannst einreichen, wenn du Schachtel Mangerie mitbringst. Aber sonst hast du keine Chance. Nur mit Mangerie. Ja, Mangerie, die mag er gern. Die mag er gern, mit der Kirsche. Und ihr habt ja auch gar nicht so viel Zeit immer für die Bewohner, wie ihr gerne hättet. Das war jetzt sicherlich dann auch schwierig, wenn die teilweise gar nicht so viel Besuch bekommen durften jetzt in der Zeit. Ja, ne? Wir hatten zum Glück, wir haben ja auch viel Betreuungskräfte im Haushaltsuntergang. Ja. Und die waren natürlich auch im Einsatz. Wir hatten dann Leute, die was vorgeführt haben im Hof. Ne, waren auch viele. Toll. Hatten wir Gruppen, die Musik gemacht haben. Der Reinhard war oft da mit seiner Gitarre, hat schöne Lieder gesungen. Und da waren sie dann auf dem Balkon, haben dann geklatscht. Ne. Eine Nummer war gewesen, das war Hammer gewesen. Da hatten wir die Schüssel vom Haushaltsuntergangssatellitenschüssel. Da war irgendwie was kaputt. Und da hatten wir einen vom Elektroschlägle da. Der war oben auf dem Dach. So, jetzt ist der, es war nass, hat geregnet an dem Tag. Ne. Der rutscht aus und hängt bloß noch, der hing bloß noch an der Rinne. Und die Senioren haben das aber, die haben gedacht, es wäre ein Akrobat, wäre eine richtige Show. Und haben geklatscht und applaudiert. Und dann wollte sie Zugabe und der konnte sich kaum halten. Das war ein bisschen wie mit der Ute. Es war Drama. Ne? Aber naja, aber sonst ist doch, da ist viel gemacht worden. Also viele Leute im Hof, auch bei Minusgrade sind sie gestanden. Und, ja. Ja, Heinz, wäre das nicht auch mal was, wenn du spielst ja Gitarre? Das ist aber ja an der Regenrinne, an der Regenrinne. Nee, Regenrinne nicht, aber so. Und dabei noch Gitarre spielen. Also da müssten wir aber ganz schön tief... Das was Musikalisches. Ne, wir haben noch so, ich habe mit hier Ausbilder Schmidt, haben wir in, wo der Ausbilder ist, in Pilsum, in Ostfriesland, machen wir, sobald es geht, eine Comedy-Altenheim-Tour. Das ist schon beantragt und wird sogar gefördert und da sind wir in Altenheimen unterwegs. Die genauen Details weiß ich noch nicht, aber wir haben zusammen einen Antrag geschrieben und dann hat der Ausbilder Schmidt halt gemeldet, ist bewilligt und ich bin sehr gespannt und habe da auch
Bock drauf. Für die Senioren oder für die Pflegekräfte? Für Senioren, also für alle, die für dann alle. Da sind. Ich finde ja schon, jetzt wenn ich da, ich habe gerade bei meiner Mutter, da sind ja schon einige auch immer sehr abgemeldet, wo man, wenn man da spielt, muss man einfach gucken. Aber das ist ja auch im Altenheim, da gibt es ja auch Wohngruppen, wo die Leute nur betreut wohnen, wenn die dann auch dazukommen und so, da werden die in den Altenheim ja schon wissen, weil man braucht ja eine Reaktion, dass sie das auch mitkriegen und so. Ich glaube, das wird toll. Ich freue mich da richtig drauf. Das wird toll. Ich mache das ja oft. Ich spiele ja oft in Seniorenheim, meistens für die Pflegekräfte, wenn es Jubiläum ist oder so. Mhm. Aber es sind auch viele Senioren dabei und es ist immer ein Riesenspaß für alle. Und ich mache ja jetzt, wenn es jetzt wieder losgeht, habe ich ja in Planung die große Sibylle sagt dann Tour. Das heißt, die Heime können die Sibylle buchen, also mich, und dann komme ich in die Heime und mach für meine Show. Jetzt wird es kein ganzes Programm, aber so eine Stunde Stimmung. Ja, ist ja auch so die Aufnahmefähigkeit, dass man da länger. Man das so ein bisschen. Ich glaube, wir haben das auch auf eine Stunde konzipiert. Ein bisschen Kaffeekuchen noch und dann. Ja, ja. Ein bisschen du, reden und. Du produzierst ja auch Filme für YouTube, die kann man da sehen. Schöne, lustige Clips. Hast du die auch in letzter Zeit gedreht oder ging das leider nicht? Es ging nicht, weil wir hätten ja alle auch mit Maschke, hätten wir dann sprechen müssen und dann verstehe ich nicht mehr so viel. Und Entschuldigung, jetzt habe ich, ich habe gerade einen kleinen Schwips von dem ganzen Alkohol. Fröschle. Nee, das könnte man jetzt nicht machen. Das werden wir wieder aufnehmen. Ich denke ja jetzt bis Ende des Sommers werden wir alle geimpft sein und dann geht es wieder rund. Ne? Ja. Und da haben wir jetzt ein bisschen Pause gemacht, ist aber nicht schlimm und dann geht es wieder los, da freuen sich schon alle drauf. Wie war das für dich, die Filme zu drehen im Haus Sonnenuntergang? Schön. Die alten, die Clips vor der Corona-Zeit? Super. Wir sind ja ein Podcast, vielleicht erzählst du ein bisschen, was man da so sehen kann. Ja, also wir machen es ja ganz professionell, kommt ein Filmteam, die uns dann filmen und natürlich ist es jetzt nicht improvisiert. Ne? Es ist schon vorher vorgegeben, was jetzt passiert in den Filmen. Kann ich jetzt nicht einfach sagen, so man tappt dann in den Raum rein und dann passiert irgendwas Lustiges, so ist es halt nicht. Ne? Also muss schon vorher, schreibe ich dann lustige Szene und die Senioren, da wird dann gefragt, wer möchte gern mitmachen. Da ist es, oft sind sie skeptisch und sagen, oh, ich weiß nicht, ob ich schauspielern kann, ob ich das hinkriege, weil die müssen ja auch ihren Text lernen. Aber dann klappt immer super und das Tollste ist für die Senioras und Senioritas, also das sind ja die über 80 sind die Senioras und drunter sind die Senioritas, ist immer die Maske. Ne, da kommt ja dann, wir haben eine Maskenbildnerin und die macht dann, da kriegt dann Haare und Make-up, wie man es kennt, kriegen sie dann gemacht und das finden sie ganz toll und dann wollen sie meistens noch ein Foto, wo sie dann so gut aussehen und so, das ist schon toll. Männer haben wir wenig, weil halt, Frauen leben halt mal länger und sind ein bisschen fitter. Und deshalb, Frauen gibt es immer viel, also viele Senioras. Und Senioren muss man immer gucken. Ne? Also die Männer sind ja oft bockig. Ne? So, will ich nicht. Aber man findet immer welche gute Schauspieler. Super. Einige leider haben uns auch schon verlassen, ne? Die auch in den Knaller Sketche mitgespielt haben. Sind leider schon einige jetzt verstorben. Aber Spaß macht's immer. Und es kommen ja immer, es ist ja das Schöne im Seniorenheim, es kommen immer neue Senioren dazu. Und dann findest du wieder neues Talent, ne? Und sagst, ah, haben sie nicht Lust mitzuspielen? Und dann ein endloses Casting. Genau. Ich kann mir das wunderbar vorstellen. Ich sag ja, ich war da in einem Altenheim Zivi. Und ich habe ganz viele von den Bewohnern wirklich so, ich laufe da durch die Gänge durch und sehe die vor mir, wo du jetzt so sagst, da gab es Herr Hermann, auch sehr, sehr schön. Der hätte in allem mitgespielt, der war so süß, der war so, du sagst ja, es gibt so wenig Männer und der war so der Hahn im Korb bei den Frauen. Die sind alle um den herum scharwenzelt, weil der auch so super nett wäre. Ja. Ich kann mir den in jedem Sketch als quasi der Brad Pitt aus Sonnenuntergang wäre der Herr Hermann gewesen. Ich sehe ihn vor mir. Das ist, so manchmal ist einer dabei, so wo sie. Klar, es ist dann schon Hauen und Stechen, ne? Gerade bei den Senioras so, wenn du da einen hast und der Schwitwer. Da geht's rund. Ne, es war dann nachher mit Frau Deix zusammen. Ach so, war doch. Ganz am Ende. Aber da wurde auch die Tür abgeschlossen. Das war schon süß auch. Liebe im Alter, ganz, ganz toll. Ja, das ist toll. War richtig, wir hatten im Heim hatten wir einen, der war 101 und hat seine Frau gepflegt. Die war, glaube ich, 99. Aber der war noch total fit. Und der hat die dann immer, hat sich total um die gekümmert. Noch richtig. Toll. 101. Ich mochte ja sehr gerne deinen stressigen Tag. Wir haben ja hier immer auch bei Homekneiping Sketche aus dem oder Clips aus dem Haus Sonnenuntergang. Das ist, glaube ich, da hast du warst du so beschäftigt, dass du nicht mal gemerkt hast, dass du eigentlich frei hattest. Ja, das fand ich passiert. Sehr süß. Du bist ja voll im Einsatz. Ja. Ja.
Sehr ja, das schön, ist auch ja. einer meiner. Ich mag auch gern der türkische Senior, wo dann der, mhm. der türkische Senior zu uns kommt. Und der ist eigentlich aus Italien und das ist ein Moslem und wir wissen ja nicht, damit umzugehen und so. Und dann kommt noch der Integrationsbeauftragte und so. Das ist schon schön. Also jeder, der zuhört, einfach mal bei YouTube reingucken. Wo findet man das? Ich habe einen Kanal, Sibylle Bulacek. Einfach Sibylle Bulacek. Ja, Sibylle Bulacek eingeben, dann kommt man auf meinen Kanal, kann man abonnieren. Abonniert meinen Kanal, muss Leute, man, ich brauche mehr Follower. Muss man abonnieren. Aber man findet es auch über Haus Sonnenuntergang. Ja, da habe ich die, ich bin ja ein Technikfuchs, habe ich die verlinkt. Und da kommt man dann direkt auf YouTube und dann kommt dann auch, glaube ich, schon das nächste Video, wenn man es anklickt. So. Und ihr habt ja auch untereinander eigentlich, ihr seid ein gutes Team. Wir sind ein gutes Team, absolut, absolut. Gibt jetzt keinen, wo ich sagen würde, mit der kann ich nicht oder so. Gibt welche, mit denen hast du mehr zu tun. Beate ist ein bisschen schwierig. Weil Beate ist so ordentlich. Ne? Wenn du irgendwo was hinlegst, dann kommst du eine Minute später, stellst du ein Glas hin, ist weg, Beate. Weißt du, legst du die Tasche durch hin, Beate, ne? Ist weg, ne? Ist weg. Ich bin einmal mit der Frau Hevele raus, ne? Auf dem Balkon, ne? Bin kurz weg, ne? Komm raus, Frau Hevele, weg. Ne? Habe ich gesagt, ist Frau Hevele, ne? Hat sie wieder ins Zimmer geschoben. Habe ich gesagt, wir wollen raus in die Sonne, ne? Habe Frau Hevele genommen, Zimmer raus, Sonne, weg. Beate, ja, so jemand ist immer dabei, ne? Habt ihr denn auch verschiedene Schichten? Arbeitest du immer in der gleichen Schicht? Nee, oder, es wechselt. Es wechselt immer. Und gibt es eine nettere Schicht? Oder ich weiß ja nicht, ob du hier jemand... Es gibt natürlich, die Traumschicht ist mit der Evelyn. Mit der Evelyn spät ist der Traum. Ist der Traum, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wir sind so eingespielt seit Jahren. Wir schießen uns die Bälle. Wir wissen genau, was der andere denkt. Die macht was für mich, ich mache was für sie. Da braucht man keine Worte. Ne? Wir können uns blind verständigen. Ne? Ja, das ist ein schönes Arbeiten dann. Schön. Mit der Evelyn ist top. Wenn sie fit ist, ne? Wenn sie nicht so viel getrunken hat am Abend vorher, ist super. Ne? Also trinkt die oft so viel? Ja, Evelyn trinkt schon gern ein. Hat gerade wieder keinen Führerschein. Ist immer das Gleiche mit der Evelyn. Weißt? Der Führerschein, ich sag immer, schwimmt mit Ebbe und Flut. Ne? Der geht und dann kommt er wieder. Gerade schon ganz weit draußen. Aber irgendwann, wenn man ein paar Mal weg hat, kommt er doch nicht mehr zurück. Ja, oder? Da ist er dann abgetrieben. Aber momentan, ab und zu, ja, er kommt wieder. Aber Evelyn, ja. Wohnt sie denn weit weg? Oder das nee, Evelyn wohnt im Grunde die wohnt vorne im Blumenweg. Ne? Ja, und ich wohne ja hinten, ne? beim Stahl, fast um die Ecke beim Starlight. Okay, Starlight, sagt ihr was? Das ist die Disco, haben wir schon 100 Jahre im Starlight. Da gehen wir immer mittwochs hin. Da ist nämlich, natürlich, die ganze Welt war da schon mal. Ne? 80er-Party. 80er-Party, ja. Wake me up before you go. Und da ist All You Can Drink. Und Evelyn, ne, ist so. Und ist da auch die Karaoke-Show, von der du in der Show auch gerade erzählt hast? Ist sie auch Karaoke machen die viel und Hypnose haben sie gemacht. Das war top. Hat man einen Hypnotiseur da, das war top. Der Ludvico hieß der. Wie hieß der? Ludvico. Ludvico, ja, weltbekannt auch, ne? Der ist bekannt. Den kennt man. Den kennt man. Also bei euch in. Ja, und der hat, jetzt pass auf. Ludvigo, der hat die Leute nur so angelangt, hat gesagt, du bist ruhig, du bist müde, du bist entspannt, schlaf. Und dann waren die weg. So, und dann hat er so, wach auf, hat er dann gesagt, sind sie wieder da gewesen. Ich fand es irre. Und dann hat er Freiwillige gesucht, ne, in der ersten Runde. Waren aber bloß Frauen, ne, Männer haben sich nicht gemeldet, so. Und in der ersten Runde war dabei natürlich Sandra Seifert. Ne? Die kennt ihr jetzt nicht, aber ist eine blöde Kuh. Doch, die kennt ihr. Sandra ist eine blöde Kuh. Mhm. Ja, Sandra und ich, wir haben schon immer Krieg. Ne? Hat sie mir schon in der Schule hat sie mir meinen damaligen Schwarm ausgespannt. Und später jetzt, sie glaubt, sie ist was Besseres, weil sie schafft auf dem Landratsamt. Und dann sagt sie mir, ach, Sibylle, bist ja bloß in der Pflege, ich schaffe auf dem Landratsamt. So ist die. Ne? Richtig blöde Kuh. So, und Sandra Seifert muss natürlich mitmachen. So. Und man muss dann, in der ersten Runde hat er so Fantasiereise gemacht, wenn du in Hypnose warst. Und Sandra, mit der hat er auch die Reise gemacht und hat dann so gesagt, du bist in einer Wüste, es ist sehr heiß. Ne? Und du kommst an eine Oase, da steht ein Baum mit saftigen Pfirsichen. Du schnappst dir einen Pfirsich und beißt hinein. So. Und in dem Moment hat er eine halbe Zitrone gegeben. So. Und Sandra beißt, in der Hypnose natürlich, voll in die Zitrone rein. Und dann in dem Moment hat er sie aufgeweckt. Ne? Wach auf und das Gesicht, was die gemacht hat, das werde ich nie vergessen. Ich wie blöd muss muss man sein, dass man eine Zitrone reinbeißt. Aber Sandra schafft halt auf dem Landratsamt. Woher soll sie es wissen? Naja, ich sehr gelacht. Und bei der nächsten Runde habe ich dann auch mitgemacht. Ne? Oha! Ja, ich wusste nicht, ob es bei mir funktioniert, Hypnose, aber es hat funktioniert. Es war der Hammer gewesen. Ne? Ich war weg, ne? Und dann hat er mich irgendwann aufgeweckt und das war das Beste.
ich hatte was anderes an. Ne? Bloß durch Hypnose. Ne? War schon irre. Ne? Naja. Wie fanden es die Kollegin? Die waren immer Sandra. Haben die nachher was erzählt, was da passiert ist? Sandra war, nee, ich war ja mit der Evelyn, aber Evelyn war schon ein bisschen, hat schon ein bisschen. Also, sie hat nichts mehr mitgekriegt. Nee, die hat immer viel mitgekriegt. Und Sandra Seifert war gegangen nach der Zitronennummer. Sie hat es gelangt. Aber war schon gut. Hat mir gut gefallen, Hypnose. Ja, Karaoke machen wir. Ja, und sonst ist halt 80er-Party mittwochs. Ne? Nee, aber Karaoke fand ich so spannend. Du sagst, du singst so gerne. Achso, Pflegekaraoke, ne? Meinst du? Pflegekaraoke, ja. Ja, Pflegekaraoke ist was anderes. Mach ich daheim. Ja. Da habe ich dann meine Hits, ne? Da habe ich dann Tür an Tür mit Belles habe ich gemacht. Ne? Belles, der ist ja bei uns im Heim. Dann mache ich so, die Evelyn ruft an mit leisem Ton. Sie sagt, Sibylle, weißt du schon von unserem Herrn Belles? Und ich eile zum Fenster und starre hinaus. Sein Rollator steht nicht mehr vor unserem Haus. Und ich ahne, er hält mich mal wieder auf Trab. Der Herr Belles ist ab. Ich weiß nicht, wo er hin ist, wo ich jetzt suchen muss. Er ist schon über 80 und nicht wirklich gut zu Fuß. Und seit einiger Zeit suche ich ständig den Herrn Belles. Belles! Ich suche ihn so lang's hell ist. So ist Sachen. Ja, aber du hast auch Spaß mit dir selber, ich oder hab nicht? Wenn sonst keiner mit mir Spaß hat, habe ich mit mir selber Spaß. Ja, wenigstens suchst du die Senioren noch. Du hattest auch mal den Herrn Kämmerer, den hatten sie doch vergessen. Wie geht's dem den habe ich auf dem Balkon. Den noch? Ja, den Herrn Kämmerer. Dem geht's gut, ja. Dem geht's gut, Gott sei Dank. Den mag ich gern. Herr Kämmerer und ich, wir sind so quasi. Kämmerer mag ich gern. Seifert ist böse, aber sonst. Seifert ist aggressiv. Das ist der aggressivste Senior im Haus. Ja, okay. Seifert. Ja, der. Was will macht keiner, der so? Will keiner ins Zimmer, wenn der schmeißt nach, mit Sachen nach dir. Ah ja, freilich. Und dann ist immer nicht betreten, hat mir jetzt neulich die Ute einen Zettel dran gebeppt an die Tür. Nicht betreten, ne? Spinnt mal wieder. Also bei uns, wie bei uns, wir hatten die Frau Fresenius, das sind die Besitzer von Katjes, kennt man ja. Ne? Okay, Katjes natürlich. Kommt ja aus Emmerich. Ach so, die war bei euch im Heim, Frau. Die war bei uns im Heim, quasi die Frau von dem, die das, was? Haribo aus Bonn, ja, aber Katjes weiß ja keiner, dass die aus Emmerich kommt. Und das war die alte Chefin und die hatte auch immer so einen irren Blick und da hatte ich echt Angst. Also mit 21 als Stevie bin ich da reingelaufen und die war immer auf Neuroziel, also richtig schön abgeschossen, hat aber nichts genützt. Die haben die Tropfen reingehauen, bis zum geht nicht mehr. Und trotzdem kam die immer, wenn man da vorbeigelaufen ist, zack, hat die Tür aufgemacht und hat die immer so rausgeguckt. Aber die hat nichts gemacht. Die war nein, aber ich hatte immer richtig Angst und ich hatte Angst. Und hat die keine Image von den Katjes Fruchtgummis mit? Nein, die war so richtig ein böser, also hast du das Gefühl, wenn es einen bösen Menschen gäbe, würde ich sagen, das war ein böser Mensch. Ich weiß ja nicht, also die war ja durchgedreht, was die in ihrem Leben erlebt hat, also ja, da hat man jetzt nicht, man weiß es einfach nicht und die hat dann natürlich auch und dann, auch. Die haben hier geklaut im Zimmer alles, was Sachen geholt, die hat immer jeden beschuldigt. Ach, so eine, ja, das haben wir auch. Ganz, ganz krass. Die war immer so aggressiv, wo ich so richtig also und das war. Was bei meiner Oma ganz süß war, die war eigentlich, die hatte immer einen sehr trockenen Humor und war auch so ein bisschen, konnte aber auch biestig sein. Jetzt weiß ich, woher ich es habe, ne? Also die Oma konnte auch ein bisschen biestig sein, aber eben dieser trockene Humor. Und die war dann, als sie so ein bisschen vergesslicher wurde, war die eigentlich ganz lieb. So, ne? Aber die hatte immer wieder so ihre Momente und das war ganz lustig. Meine Mutter hatte damals für sie so im Secondhand-Laden aber so ein richtig gutes Kostüm ergattert, ja, war da ganz stolz drauf gewesen, so mehrteilig und so richtig toll und so. Und meine Oma hatte das eben aber auch schon mehrmals angehabt und saß dann irgendwann da, guckte an sich runter und sah dieses Kostüm, als hätte sie es das erste Mal gesehen. Es war halt sehr bunt. Ja. Und guckt meine Oma völlig entsetzt meine Mutter an und sagt, ich möchte mal wissen, wo ist der Kirmeskram hierher an? Das war einfach, ja, aber schön, aber die war süß. Also das ist, man verändert sich ja auch, manche verändert sich ja auch zum Positiven. Ja, viele werden ruhiger und ein bisschen, wie sagt man, altersmilde, kann man sagen. Ja, wobei meine Mutter erzählt auch immer, wenn die, ich weiß ja, also sie erzählt haben, dass so viele auch so unzufrieden sind von den alten Leuten, was sie total nervt. Wo du sagst, ey, wir sind hier, uns geht's gut und warum sind die zu unzufrieden? Und ja auch dann zu den Pflegekräften nicht nett sind, wo du immer sagst, ey, die Leute machen hier ihren Job und wenn man die doch jetzt nett behandelt, ist es für alle schöner. Mhm. Und was ist euer Problem? Habt ihr auch so viele Unzufriedene bei euch? Oder? Ja, wir haben ein paar. Ne? So, wir hatten eine Frau, die hat wirklich böse Sachen gesagt. Die hat zu der Evelyn immer gesagt, ich,
Jeden Tag. Mhm. Und dann drehe ich irgendwann durch. Also ich hoffe, wenn sie von der Arbeit heimfahren, fahren sie an den Baum und sterben, hat sie immer gesagt. Das ist spös. Ja, ja. Dann haben wir auch andere Fälle, auch lustige Fälle. Ich hatte eine Seniora, das war lustig gewesen, hat sie Weihnachten, hat sie Post gekriegt und hat sie mir die ganze Weihnachtskarten gezeigt. Und das war schon nicht lange her, 2020 war es gewesen. Und dann zeigt sie mir die Karten und ich gucke in die Karte rein und dann waren da von Verwandte und Freunde und so Karten. Aber die waren alle teilweise aus dem Jahr 16, 17. Da habe ich zu gesagt, Entschuldigung, aber ganz ehrlich unter uns, die sind nicht von jetzt, die sind von 2017. Und dann sagt sie, guckt sie mich an und sagt bloß, die waren halt lang unterwegs, hat sie gesagt. Naja, passiert auch, ne? Ja, aber ich meine, auf der anderen Seite, wenn ich überlege, wie viele Leute jetzt in unserem Alter sich schon beschweren über älter sein und nicht mehr ganz jung sein und was wir für eine Altersdiskriminierung haben in unserer Gesellschaft, da muss man also auch sagen, das ist ja auch, finde ich, das auch wirklich so ein Problem ist. Ich weiß noch, dass es öfter auch so war, wenn wir mal, wir waren ja alle auch mal auf diesen Kreuzfahrtschiffen gebucht oder so, dann kommen manchmal Leute, gucken sich um, sind völlig entsetzt, sind selber so vielleicht um die 60, 70, sagen, hier sind ja nur alte Leute. Und das finde ich wirklich was sehr Verwerfliches, dass wir in einer Gesellschaft leben, die einen totalen Jugendwahn hat und die das Alter in dem Sinne von Lebenserfahrung und was es vielleicht dann auch mal Positives mit sich bringt, was auch vielleicht älteren Leuten ermöglichen würde, ein besseres Selbstbild zu haben, ja auch wirklich. Das möchte ich jetzt mal wissen, warum du jetzt so lachst. Weil du quasi dein eigenes Alter vorbereitest. Verständnis für uns. Wir sind ja auch schon alt. Also wir gehören ja schon langsam dazu. Und jetzt hätten wir natürlich gerne Verständnis für uns, wenn wir dann auch so alt sind. Und ich glaube, das ist ja so 20, 30 denken gar nicht so. Oder wenn ich so 20, 30 war, habe ich gar nicht. Meine Diplomarbeit habe ich über naive Weisheitskonzepte geschrieben. Und da war es tatsächlich so, dass ich dass da auch Thema war, dass der Begriff Weisheit gar nicht mehr vorkommt in unserer Gesellschaft. Ich habe mich da tatsächlich, gut, Ende 20 ist nicht mehr super jung, aber ich habe mir da schon früher Gedanken drüber gemacht, weil ich einfach gedacht habe, was ist das für eine Perspektive, dass man immer denkt, es geht jetzt nur noch bergab oder es wird immer schlimmer und so weiter. Also ich finde das wirklich einfach etwas grundsätzlich sehr Schlechtes an unserer Gesellschaft, weil wenn du das mal runterrechnest, dann hast du, was für einen Zeitraum hast du, in dem du glücklich und zufrieden mit deinem Alter bist? So, die Kinder sind erstmal irgendwie happy, dann merken sie, sie wollen irgendwie selber entscheiden und nichts mehr vorschreiben lassen, dann kommt so das Alter, ne, eigentlich so spätestens 11, 12 denkst du, scheiße, ich will älter sein, dann kann ich meine eigenen Entscheidungen treffen. So, dann gibt es diesen Zeitraum so vom 18, hey, endlich erwachsen, ich darf alles entscheiden, bis circa 27, wo dann schon wieder die Krise kriegst, weil du auf die 30 zugehst. Also das sind dann mal flott gerade mal 19 Jahre im Leben, in denen du mit deinem Alter zufrieden bist. Und das kann es doch nicht sein. Ja, aber das ist das ja, kann aber, es doch nicht sein. Ja, aber das ist doch, also das heißt, nur wird ja nur von der Gesellschaft an dich herangetragen. Also ich finde das für mich Quatsch. Also ich finde, man ist immer zufrieden in dem Hier und Jetzt, wie man ist. Das ist ja, das ja, du vielleicht. Wenn das wissen, was? Ja, Quatsch, du vielleicht. Du hast auch schon gesagt, wenn wir jünger wären, würden wir hier den vollen Hype kriegen. Nein, aber das ist eine realistische Betrachtung der Realität. Es ist einfach so, wie es ist. Deshalb muss ich ja jetzt nicht sagen, mir geht's schlecht oder ich sage, ich will jünger sein oder ich will älter sein. Ja, man ist halt körperlich dann auch irgendwann eingeschränkter. Ja, und das ist scheiße. Das geht doch irgendwann los mit der Wehwehle. Ja, natürlich. Man hat doch ständig irgendwas. Ich habe Probleme im Moment mit der Ferse. Ja, hatte ich früher nicht. Kommt dann irgendwann. Irgendwann. Ne? Man wird nicht jünger. Ja, und das davor, ist natürlich auch die Medien, ganz ehrlich. Medien, Fernsehen, die reden dir das doch ein. Wenn du irgendwo liest, dann musst du dein Alter angeben und dann Zielgruppe ist bis 20. Also es wird von außen an dich herangetragen. Ja. Das finde ich halt scheiße. Das heißt, du musst dich quasi scheiße fühlen. Du fühlst dich jünger. Aber die sagen, so, jetzt guck doch mal dein Alter an. Und dann merkst du gleich, was los ist. Dann merkst du gleich, du gehörst zum alten Eisen. Kann man sagen. Wir gehören im Grunde jetzt schon zum alten Eisen. Wobei ich ja denke, dass wir theoretisch Glück haben, weil wir sind ja so ein bisschen die Babyboomer. Und dadurch kann man ja schon den gesellschaftlichen Diskurs auch so ein bisschen bestimmen. Ne? Also das wird schon anders sein, glaube ich, weil man halt so viel, wir werden halt viele sein. Ich glaube, dass sich da was ändert. Warte mal, ab 10, 20 Jahre weiter
würden wir, ob das jetzt besser oder schlechter, ob das gesellschaftlich gut ist. Die Alten sind die Mehrheit. Die Alten sind die Mehrheit. Und das ist natürlich auch nicht schön für die Jungen, die das ja schultern müssen und so weiter und so fort. Ja, da können wir aber auch nichts daran ändern. ich muss auch viel schultern in meinem Leben. Nicht nur in unserem Beruf der Comedians haben wir eine Altersdiskriminierung. Wir haben in vielen Berufen Altersdiskriminierung. Natürlich. Und es ist tatsächlich so, dass ich jetzt auch eine Bekannte habe, die Anfang Mitte 60, super fit körperlich, steckt die meisten 30-Jährigen in die Tasche und ist in ihrem Job nicht zufrieden und muss jetzt schon fürchten, einfach keinen neuen Job mehr zu finden. Mhm. Und es ist einfach auch so, dass es auch Studien erwiesen haben, dass viele Leute in einem bestimmten Alter, was weiß ich, 50, 60, sehr viel leistungsfähiger sind als die Leute, die, sagen wir mal, kurz nach dem Studium. Es gibt nur wenige Bereiche, wo die dann besser sind. Ja? Und das, vieles kann man durch Lebenserfahrung ausgleichen. Also ich finde schon, dass es etwas gibt, wogegen es sich zu kämpfen lohnt, gesellschaftlich. Das steht ja außer Frage, dass es eine Altersdiskriminierung gibt. Natürlich, das war ja gar nicht, das habe ich ja gar nicht bestritten. Das ist auf jeden Fall vorhanden. Deshalb finde ich das eben besonders gut, was du machst, Sibylle, weil ich eben auch finde, dass du da einfach wirklich auch ein gutes, ein frisches Image auch wieder bringst in die Pflege. Mhm. Ja, weil alle brauchen Pflegekräfte, alle sind froh im Zweifelsfall über Krankenpflege, Altenpflege. Wobei sich das auch gerade ändert, muss man wirklich sagen, jetzt auch durch Corona, also ich kenne viele, ich bin ja auch auf Instagram und ich bin natürlich gerade auch zum alten Eisen, ich bin ja jetzt kein 20 mehr, aber ich sehe da viele Influencer, Pflege-Influencer, die wirklich was ändern wollen. Ne? Mhm. Also ob sie jetzt Musik machen oder der Sandro P. zum Beispiel ist ein großer Influencer, den ich auch sehr, sehr gern mag, der einfach auch das pusht einfach und auch einfach das Image von der Pflege wieder in ein besseres Licht drückt. Und es hat sich was getan, ich habe es jetzt erst gelesen, dass wirklich mehr Leute in die Altenpflege gekommen sind, jetzt durch Corona auch, ne? Und auch vorher schon. Also es wandelt sich jetzt gerade. Es ist nicht mehr so, ach ja, bist Aschabwischer, ach ja, muss ja, ja, alte Leute sterben. Es ändert sich. Pflege ist mittlerweile schon so ein bisschen, du bist schon ein Held mittlerweile, ne? So ein Pflegeheld. Ja, aber es ist ja doch so, dass die richtige Anerkennung ist ja letztendlich nicht. Ja, die fehlt nicht, aber die ist ja von letztendlich der nicht die da. Fehlt ja, von der Politik klar. Und von der Gesellschaft nach wie vor. Ne? Also es ja, aber ist das ja ist richtig scheiße, sagt man. Ja, aber es wird sich, du wirst sehen, es wird sich ändern. Die jungen ja, aber du Leute, hast ja jetzt, aber du hast ja gerade dieses, dass mehr Lohn kommen sollte und dann kommt er nicht, ja, weil das von dem, weil das der von der Caritas verhindert. Ne, ich meine diese Caritas-Geschichte, dass die ja eigentlich ja, das einen höheren... Ja, mit dem Tarifvertrag. Unverschämtheit ist Unverschämtheit. Ganz ehrlich, ist Unverschämtheit. Es ist, sie versuchen es jetzt irgendwie anders zu machen. Was sagen die Kolleginnen dazu? Oder wie ist die Stimmung da, was das angeht? Die Leute sind schon ein bisschen angepisst, ne? Gerade so. Ich meine, viele arbeiten ja bei den kirchlichen Trägern, viele. Mhm. Die kriegen ja mehr Geld, aber es ist ja für alle, also es ist ja keine Solidarität. Und Kirche sollte ja eigentlich sagen, wir sind solidarisch, auch mit den Kirche, anderen. Ganz ehrlich, in Köln täte ich mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen mit Kirche. Sollte. Da bin ich mal ganz ehrlich. Herr Wölki ist hier, da täte ich mich mal, aber da täte ich mich mal ganz, 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 ganz drin bleiben in meinem Häusle. Oh. Ist das denn bei euch ein kirchlicher Träger? Oder ein, Wir sind von der Stadt, werden wir auch gesponsert. Ja. Wir haben keinen kirchlichen Träger mehr bei uns. Aber kein Späten auch, wir haben auch Kapelle, aber ist nicht kirchlich. Ja, du hast in der Show so ein bisschen despektierlich über deinen, wie nennt man, obersten Vorgesetzten, Herr Spahn. Entschuldigung, despektierlich, der hört es sowieso nicht. Despektierlich, der Herr Otterle, ganz ehrlich. Herr Spahn ist ja eigentlich... Ach, der eigentlich, Spahn! Der Spahn, also, der Spahn. Mal, gleicher Topf. Gleicher Topf. Ein Sack, Ausdruck ist das Gleiche. Ja, der Spahn ist nicht mein Oberster. Das ist der Gesundheitsminister. Die wechseln. Weißt du, wie viele Gesundheitsminister ich gesehen habe in den letzten Jahren? Der Grohe und der Bar. Und ach, sind wir unter uns. Ja. Die konnte alle nichts. Aber gut, die werden halt eingesetzt. Gesundheitsminister will keiner werden. Ne? So ist nun mal. Ich glaube, der Spahn wollte. Ne? Der war auch Spahn will, ist auf dem Weg nach oben. Der wollte einfach nur nach oben. Der will nach oben. Ja, ja. Und da hat er gedacht, ach ja, das ist mein Ticket nach oben. Sind wir mal ehrlich. Dann kam die Krise und da hat er sich ein bisschen profiliert. Und jetzt kackt er gerade ab. Also ganz ehrlich, der mit seiner Villa da in Berlin, da habe ich genug. Ne, Schnauze voll. Ganz ehrlich, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ich höre ihm gern zu. Er hat eine gute Stimme. Ne? Wenn man so hört, so denkt man so, ach ja, der kann was, aber dann... Nein, ich finde, der ist so ein richtiger Politiker. Ich finde, dass meine Frau macht ja auch Pflege, die ist Krankenschwester. Ja. Und das, was er macht, der tut was für uns und... Wenn man das gut vortäuscht. Nein, er hat es gut vorgetäuscht. Er hat ja dann auch, da gehe ich nach Rumänien und hole da die Pflegekräfte. Ja, oder Rumänien, was weiß ich, wo er jetzt genau hingegangen ist. Und so. Der macht was, der tut was.
Aber es ist ein Schaumschläger. Wärst du doch in Bukarest geblieben, kleiner Jensi. Ja, es ist, also ganz ehrlich. Das merkst du doch jetzt bei dem, ach ja, wir machen die Tests. Wo sind die Tests? Ja, scheiße mit Ei. Ne? Dann ja, impfen. Test. Oh ja, der Impfstoff. Oh ja, der kommt. Das sieht man in der Tagesschau mit seinen Locken. Nichts kommt, weißt du. Das ist... Kennt ihr nicht so Leute von früher? So, die ja, immer so Schaumschläger. Aber du glaubst ihm. Ja, er sagt das und du glaubst ihm und denkst so, boah, ich glaub ihm. Es du ist musst so, es ja, gut vortäuschen können ja. Und dann glauben es die Leute. Aber irgendwann, es kommt immer raus. Also diese Krise ist jetzt nicht für den gemacht. Ne? Das, also es kommt nee. So viel raus, dass es ihm, glaube ich... Ja, jetzt hier mit den Maskendeals und so, die Kasper. Mit ja. Aber was wäre denn so dein Wunsch für die Pflege? Was wäre mein Wunsch für die Pflege? Mhm. Ich wünsche mir nach wie vor, wie wir es gerade schon davon gehabt haben, dass die Pflege halt mehr Geld kriegt, auf jeden Fall. Weil ich glaube, dass die Pflege einfach mehr Geld verdient hat. Und ich glaube, dass man dann auch mehr Leute einfach kriegen. Aber das predige ich ja schon seit, wie lange mache ich es jetzt? Ja, seit 12 Jahren predige ich das Gleiche. Und es hat sich nicht viel geändert, muss man wirklich sagen. Und ich wünsche mir auch mehr von den Pflegekräften noch mehr Power, dass sie einfach auch ein bisschen aufbegehren. Die Pflegekräfte, die schimpfen im Internet und regen sich auf, aber es ist dann, wenn es hart auf hart kommt, fügen sie sich doch wieder. Und das ist so schade, weil ich einfach mal auch... Aber das Problem ist einfach auch, du kannst nicht auf die Straße, wenn du in der Pflege bist. Du kannst schon nicht sagen, ach, der Herr Cameron, machen Sie es gut, können Sie sich das vielleicht heute mal selber spritzen? Ich müsste kurz auf die Straße demonstrieren. Es geht nicht. Und die Pflegekräfte sind einfach sehr soziale Menschen, die täten sowas nicht machen. Die lassen ihre Patienten, ihre Senioren nicht im Stich. Das machen die nicht. Also ich würde auf die Straße gehen. Ja, aber du bist die Einzige. Was ist mit der Solidarität von der Gesellschaft? Warum gehen denn die Leute auf die Straße und sagen, wir kämpfen für die Pflegekräfte? Nix. Aber ich sag dir eins, es ist, die Leute merken es immer erst, wenn die Oma ins Heim kommt, der Papa ins Heim kommt, wenn jemand ins Krankenhaus muss, dann so, ja, wo ist denn der Herr Doktor, wo sind denn die Pflege, meine Mutter lag so, die haben so lange da drauf Ja, aber was soll der Einzelne machen? Ich habe das meine Freundin, die Intensivkrankenschwester, ist auch schon oft gefragt, wo soll man sich engagieren, was sind da die besten Möglichkeiten, wenn man jetzt als normaler jetzt in einem anderen Job ist und sagt, man möchte das unterstützen, was macht man da also am besten? Also an allererster Stelle kannst du mal probieren, ich weiß ja nicht, müsste man sich die Programme angucken. Keine Merci-Schokolade. Nicht mehr das wählen, wo das es... Das versuche ich schon. Nein, nicht mehr das zu wählen, das ist, also wenn es so war in der Vergangenheit und wenn man will, dass es anders ist, sollte man nicht das wählen, was jetzt ist, sondern zumindest was anderes. Mhm. Und wer da jetzt was anderes anbietet, die Pflege ist so, ist sehr, sehr schwierig. Mhm. Aber sagen wir mal, dieses Privatisieren und so weiter und so fort, das ist ein Grund des ganzen Übels, was dahinter steckt. Und wo du halt so sagst, und dann sollte man da nicht mehr weitergehen in der Richtung und vielleicht mal was anderes wählen als allererste Stelle. Sag's doch, was man wählen soll. Sag's doch ruhig. Raus. FDP brauchst du nicht wählen. Die brauchst du nicht wählen. Genau. Und wie gesagt, und dann kann man, glaube ich, schon auch was machen oder auch, es gibt ja 100.000 Petitionen, man kann auch auf die Straße gehen natürlich. Das ist natürlich im Vergleich zur Klimakatastrophe nicht das Thema, was die Menschen auf die Straße treibt, weil das andere dringlicher ist oder was weiß ich. Aber vor Jahren war das ja auch noch nicht so weit. Vielleicht geht das ja dann auch mal los. Wir bleiben und es ist jetzt eigentlich schon eine Katastrophe. Es fehlen Hunderttausende Pflegekräfte. Ja. Und es ist seit 10 Jahren ungefähr schon eine Katastrophe. Und du denkst so, ja, was muss denn passieren? Wir haben es aber schon vor 10 Jahren verbockt. Ja, natürlich. Vor 10 Jahren war es schon richtig schlimm und seitdem wird es kontinuierlich immer schlimmer. Und du denkst so, das kann doch nicht sein. Ja, und die burnen ja dann auch aus, ne? Kann man sagen, wirklich. Wenn du dann eine Pflegekraft hast, die Nachtdienst macht und 60 Leute versorgen muss, wie soll das gehen? Mhm. Ja. Ne? Und dann kommt halt keiner. Und dann fühlst du dich hilflos und dann sagst du irgendwann, okay, ich habe keinen Bock mehr, ich schmeiß den Bettel hin, soll es doch jemand anders machen. Genau, ne? Und was ich lösen Obwohl es dir leid, obwohl es das Herz bricht für die Leute, weil du die Leute magst und weil du den Leuten helfen willst, weil deshalb hast du die Ausbildung gemacht, weil du was Gutes bewirken willst. Aber wenn du das Gefühl hast, du keine Sau interessiert und du bist ganz allein, dann sagst du irgendwann, nee, dann mach's doch ohne mich. Ist doch völlig, wird jeder so machen, jeder. Und da verstehe ich wirklich nicht, was da los ist, warum da nicht die Politik mehr reagiert. Ich verstehe es nicht. Ja, vor allem Systemwechsel irgendwie angeht. Es sind dann immer so Tropfen auf den heißen Stein. Dann kommen irgendwie Zeitarbeitsfirmen, die das ausgleichen sollen. Ach. Und die, nein, aber dann, die sitzen alle da und haben keinen Bock, weil die haben keinen Bezug zu den Leuten, mit denen die arbeiten. Die sind 2 Monate da und die kriegen
mehr Geld als die anderen, was ich bis heute nicht begreife, warum die unmotivierter mehr Geld kriegen als die, die da arbeiten. Und das macht es auch nicht besser. Du hast dann zwar so ein bisschen diese Spitze weggenommen. Du hast ein bisschen den Druck rausgenommen, aber... Aber es macht es ja noch frustrierender, wenn da einer sitzt, der für schlechtere Arbeit weniger... Also man will ja niemand nahe, es gibt bestimmt auch tolle Kräfte, die da sind, aber in der es gibt einfach auch tolle Einrichtungen. Ja, ja, klar. Aber der eigentlich für schlechtere Arbeit mehr Geld kriegt. Ja. Und dann denkst du so, wo soll das hinführen? Das kann doch nicht funktionieren. Ja, oder Leute, die hier extra ausgebildet werden, die von woanders geholt werden, hier extra ausgebildet werden und dann von irgendwelchen Zeitarbeitsfirmen abgeworben werden. Das ist ja auch komplett irre. Dann holst du die Leute, wie der Spahn holt die aus Rumänien und bla bla bla. Und was ist in Rumänien? Ja, das ist doch keine Lösung für ein Problem, wo du sagst, dann betreut da niemand mehr die Leute in Rumänien und die sterben oder was. Ich weiß ja auch nicht, wie es dann da aussieht. Ja. So, wir waren schon lange so. Wir bleiben dran. Und jetzt machen wir ein Schlusswort. So, ein Schlusswort. Sibylle, erzähl uns was. Was wäre dir wichtig für unsere Zuhörer, für deine Fans, was möchtest du quasi am Ende nochmal so raushauen? Ich möchte raushauen, dass ich sehr froh bin, dass ich für Pflegekräfte spielen kann, dass ich vielleicht einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass die Pflegekräfte und natürlich auch die Angehörigen, alle, die überhaupt in die Shows kommen, was zu lachen haben und dass mir das gelingt. Darüber freue ich mich immer wahnsinnig und dass ich auch so treue Fans habe, freue ich mich sehr drüber und ich wünsche mir, dass es jetzt die nächste Zeit einfach so bleibt und dass ich bald wieder live auftreten kann einfach und und bei meinen Fans sein kann. Das wünsche ich mir von Herzen. Sehr schön. Das war für euch Sibylle Bulacek hier bei uns im Taken Talk bei Homekneiping. Ja, wir hatten riesen Spaß. Ich hoffe, ihr auch mit dabei gewesen waren. Kai-Ruth Wenzel, Vera Deckers, ich, der unglaubliche Heinz und als Gast heute Sibylle Bulacek. Wunderbar. Ja, bleibt uns gewogen. Ihr könnt uns immer wieder hören. Einfach eingeben, Taken Talk, Homekneiping, dann landet ihr. Wir haben ganz, ganz viele wunderbare Podcasts gehabt und es klingt jetzt auch super. Ne? Also, da haben wir lange dran gearbeitet und schön, dass ihr da wart. Und was sagen wir jetzt? Kommt gut durch die Nacht? Das hat Domian immer gesagt. Kommt gut durch die Nacht.